Und lass mich da mal hoch. Ja genau, und hier müssen wir jetzt bei den Monitoren nachschauen, welche Monitore denn rot blinken. Oh, ich habe den Rocket Launcher bekommen. Sehr sinnlose Waffe, finde ich blöd, aber naja, ich werde jetzt sowieso die ganze Zeit Ammo bekommen dafür, kurz. Vielleicht. Flying Dragon Egg Nummer 6 brauchen wir. Und Nummer 1. Also Nummer 1 und Nummer 6 werden wir jetzt besuchen müssen in zukünftiger Art und Weise. Komm. Komm her zu mir. Ich muss nämlich nochmal speichern, weil ich ja gerade eben erst den Rocket... Oh. Doof. Komm, lass mich spielen. Lass mich da hochfahren. Fahr schneller. Das kann nicht wahr sein. Gut. Dann lasst mich mal kurz speichern. Yeah, I want to save. Und lasst mich da mal kurz raushüpfen. Pff, okay. Ja, ich werde jetzt mal hier kurz den Rocket Launcher ein bisschen aufpowern. Zumindest so, soweit es geht. Oder soweit es mir nicht allzu dämlich erscheint. Blöd. Aber zum Beispiel der Typ da oben, der würde mir jetzt ziemlich helfen. Weil der droppt ziemlich heftig viel Zeug und da kann ich dann natürlich relativ schnell den Rocket Launcher auf. Ganz toll, dass ich mich hier jetzt auch dauernd verletzen muss. Wahnsinn. Ah, verdammt. Gut, dann... Ach, ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt aufbauen möchte. Ja, nee, ich glaube eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich es nicht tun. So, dann haben wir das hier. Jetzt müssen wir trotzdem mal oben rum. Ich meine, ich lasse das Spiel jetzt natürlich langsam angehen. So ist es ja nicht. So, das ist Dragon Egg Numero 6. Und ich werde da jetzt einfach mal runterhüpfen und hochhüpfen. Und hui! Mein Gott, da konnte man reinspringen. Was ist da nur? Open the treasure chest. Obtained ID card. Okay. Danke für die ID-Card. Wir sind schon wieder draußen. Jetzt versuche ich bloß da wieder relativ schnell rauszukommen. So. 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 Okay, Level up. Jetzt haben wir es immerhin schon mal auf Level 2. Komme ich da hoch? Nein. Okay. Und jetzt müssen wir noch zu I1. Das dürfte eigentlich kein großes Problem darstellen, zumindest. Nee. Da will ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Arbeit machen mit dem Rocket Launcher. Lieber mal hier. Und dann nochmal da oben. So, dann haben wir immerhin den großen gefunden. So, okay. Dann lass uns doch mal hier nochmal reingucken und zwischenspeichern, weil wir haben jetzt immerhin schon Egg 1 geschafft und wir haben immer noch die Gefahr, eben einfach von dem unteren kleinen Viech da getötet zu werden. Das versuchen wir natürlich... Oh, verdammt. Das war unnötige Munitionverschwendung. Ah, verdammt. Da ist gleich Egg 1. Oh, verdammte Scheiße. Das ist ja äußerst ungünstig. So, komm, lasst uns endlich diesen Blödsinn aufladen. Vollständig aufladen, irgendwie. Ich meine, ich will da jetzt nicht zwingend Level 3 erreichen, weil es bringt halt gar nichts. Es macht immer noch deutlich zu wenig Schaden, um zum Beispiel dieses komische Viech da unten zu töten. Ich weiß noch nicht mal, was es genau ist, aber es ist tödlich. Und ja, deswegen versuche ich es eigentlich eher immer aus dem Weg zu gehen, wenn ich sehe. Oh, komm, gebt mir ganz viel Health, Level Up Dinger. Okay, ich denke mal, damit können wir das jetzt auch maximieren. Das ist ganz wunderbar, denn jetzt können wir es auf die Seite legen, haben es immerhin schon mal vervollständigt. Ja, hier ist I1. und es läuft hier einfach nach demselben System. Wir müssen wieder nach unten.
und schauen, dass wir es überleben. Ich glaube, ehrlich gesagt, schauen wir mal 21, 22. Okay, also ich glaube, ja, das ist der sichere Weg. Eieiei, das Ding ist aber trotzdem schnell. Was sagt das Ding? Insert the ID card. Shield removed. Und jetzt halt können wir halt weitergehen. So. Gut. Dann hätten wir den Mist geschafft und wir können weitergehen. Das war jetzt doch recht problemlos. Hallo. Professors, very important test eggs. Very important. Won't let anyone near them. Sicher. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Irgendwie. Du Blödian. Ich mag dich nicht. Ich werde jetzt mal auf dich ein paar Rockets ablassen. Ja, habe ich noch ein paar? Ich nehme mal an. Ich kann hier einfach stehen bleiben? Nee, doch nicht. Aber ich kann zumindest relativ lang stehen bleiben. Blöd. Okay, aber dich haben wir, glaube ich, gleich. Zumindest meine ich das. Und was ich meine, ist gut. Zumindest meistens. Komm. Ja, ich habe ihn down. Sehr schön. Oh, jetzt ist er super klein geworden. Defeated Igor. Er hieß Igor. Ich find's zu genial. Okay, lass uns doch mal Igor ein bisschen befragen. Wie geht's dir? Hallo? Fragezeichen? Hallo? Ach, schade. Okay, dann gehen wir erstmal ins Safe House. Won't open. Verdammt, da müssen wir wahrscheinlich erstmal in die andere Tür gehen. Egg Number 0. Scheint ein sehr wichtiges Ei zu sein. Autsch. Haha. Whoa there. I haven't lost yet. I'm gonna take this serious now. Huh? I've got knocked out by that monster. Did you save me? Nein. Doch, natürlich. This is none of your business. I can take care of myself. I hate this island and a never living thing on it. Oh. This is the must. This must be it. Egg number 0. We can get off the island with this egg. Was? Egg condition is normal. Awesome. Huh? Huh? A password? Was ist wohl das Passwort? It looks like I need a password to hatch this egg. Meh. If my big brother was here, he'd fix everything. Okay. There's nothing to do here. I guess I'm out. Ich würde ja gerne auch mal das Passwort eingeben. Are you from this island? You don't seem like you are. The letters on your cap aren't from here. Okay. Maybe you're lost. Fine. I'll let you come with me. We can get off this island together. Together, hey baby. If you want, but in return, you're gonna have to help me. Passwort. Kann ich da was eingeben? Nein, okay, also ich muss scheinbar das Passwort erstmal finden. Um dann hier hingehen zu können. Ja, dann, ich glaube, dann gehe ich jetzt mal in die Safe Zone. Die ist ja jetzt scheinbar offen. Lass mal speichern und lass mal Health refillen hier. Okay, dankeschön. Ah, und Missiles werden auch refilled. Schön. Also, wir haben immerhin jetzt beide Waffen auf, ich denke mal, Level 3. Zwar jetzt nicht auf Maximum Stufe, aber immerhin. Jetzt haben wir den hier wieder auf Maximum. Und jetzt sollten wir auch den gleich wieder auf Maximum haben. Okay. Ich glaube, wir haben es jetzt. Oh, verdammte Axt. Blöd gelaufen. Ach komm, ich vertrage auch ein paar Hits, ehrlich gesagt. Das ist mir jetzt ziemlich Wumpe. Ich will ja eigentlich bloß zurückgehen zu meiner blöden Bespaßung hier. So, und hüpf. Das hat immerhin mal gut funktioniert. Ach komm. Okay.
Kann ich den töten? Tatsächlich. Jetzt haben wir das auch wieder auf Maximum. Das ist auch gut. Ach Gott. Lasst mich doch einfach. Ihr blöden Viecher, dass ihr nicht einfach wegbleiben könnt. Hey, Wahnsinn. Ihr seid richtig aufdringliche, kleine, vermaledeiten Drecksviecher. Hey, Wahnsinn. Alter Schwede. Okay. Ah, jetzt scheint's fett zu ruckeln anzufangen. Das tut's bei mir alle 18 Minuten. Ziemlich genau. Oder jetzt alle 19. Kurz, ich werde jetzt gleich wieder eine Aufnahmepause machen müssen. Davor werde ich aber hier nochmal kurz... Crazy, ich habe ziemlich wenige Frames. Also, bis dahin. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Cave Story. Und ich bin Genangner LP. Fail. Ja, wir wollten hier eigentlich zwischenspeichern. Das wird ja wahrscheinlich im selben Part sein, ehrlich gesagt. Weil ich es genauso mache jetzt wie Gronkh, weil es einfach deutlich einfacher ist, sowas länger aufzunehmen. Ach so, das ist einfach bloß die Tür nach oben. Alles klar. Dann lasst mich mal... Ach, lasst mich da mal hin. Leute. Tja, der hat es auch nicht lange überlebt. Und Hauptsache, ich habe das alles auf Maximum. Gut, haben wir den auch wieder auf Maximum. Ach komm, ich sollte mir da nicht so ein Hirn machen hier wegen dem blöden Maximum-Schwachsinn. So. Aber ich tue es trotzdem. Weil Epic Awesomeness und so weiter. Aber irgendwie mag es gerade nicht das Cave Story. Und deswegen werde ich jetzt meinem Rechner ein bisschen Pause gönnen, glaube ich mal. Oder außer es geht jetzt ganz normal weiter. Wie gesagt, ich habe nicht die Mörderkiste. Aber naja, wird schon hinhauen. Schauen wir mal. Dann ich sehe da gerade was da unten. Will ich wirklich das Risiko eingehen? Ich gehe mal kurz in die Safe Zone. Waitet mal kurz. Oder wo ist die? Nee, die ist mir zu weit weg. Nee, dann teleportiere ich mich mal wieder zurück in das lustige Haus von unserem Freund. Teleport, das Haus. Ja, natürlich. Okay, weg bin ich. Connecting to network. Locked on. Starting IM chat. Sue, Kazuma, are you there? You okay? Kazuma sagt, Sue? Is that really you, Sue? Yeah, it's me. Sue Sakamoto, your sis. So you were able to escape too? Where are you at now? Okay. I found the dragon eggs. Is mom with you? Kazuma, the door is jammed and I can't get out of here. It's still in a shelter looking sorta room. By the way, the code you need to teleport is Bushlands. Try searching from your end. And now, mom isn't with me. I'm afraid she still might be with the doctor. Are any of the flying dragon eggs about reading to hatch yet? Ich bin zu blöd, um Sachen zu lesen. I found one that almost... that's almost ready to hatch. But it's... Warte mal, die Eier fliegen? Let's lock up with a password. Can we do something about that? Retrieving information for Kazuma. Toll. Super. Bushland structure D. Searching from functional teleporters, bla 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 bla. Anyhow, I'm on my way to help you. Just stay right there. Okay. Roger that. And do me a favor, bring some food back on your... Blah. Sue has disconnected. Is that boy really... was ready yet? Ba-ba-ba-ba! Welcome back. I've been waiting. Now what? I'm busy. Taroko has been taken to the doctor. What?
and we're holding you responsible for this. Okay. Let's go of me. Da bin ich ja wieder. Hallo. Kann ich da nicht hin? Text is displayed on screen. Preparing connection with Bushlands. Okay. Ich werde hier jetzt eben und da meine heutige Aufnahmesession beenden, die ja aus mehreren Parts wiederum bestand. Und ja. Bis zum nächsten Part.